Liebe Freunde, ich bin der Adi Bittermann, am 38. Lehrjahr und Genussbotschafter. Ich habe dürfen in Niederösterreich bei dem tollen Qualitätsprogramm Duroc Schwein aus Niederösterreich mitarbeiten und habe in der Zeit sehr viel verkostet und wir haben eigentlich sehr stark an der Fütterung gearbeitet, dass wir ein ganz tolles Schweindl haben. Ich sage jetzt da ganz unter uns, das ist eine richtig geile Sau und das möchte ich heute präsentieren, was wir da Tolles haben unter den Duroc Niederösterreich. Mein Name ist Franz Roscher. Wir befinden uns hier in Eckendorf in Niederösterreich. Herzlich willkommen bei mir am Betrieb. Wir sind ein Familienbetrieb, der sich beschäftigt mit Schweinehaltung und Ackerbau. Eigentlich vornehmlich mit Schweinehaltung, wo wir auch einzelne Neuerungen hier durchgeführt haben die letzten Jahre. Also das Qualitätsfleischprogramm, natürlich Niederösterreich Duroc, das entwickelt wurde gemeinsam mit der EZG Gut Streitorf und der Firma Wiesbauer Gourmet. Ja, das war einfach für uns eine zukunftsweisende Sache. Und ich kann vielleicht erzählen, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Vor einigen Jahren haben wir mit der Firma Wiesbauer Gourmet hier unzählige Gespräche geführt, was kann man auf dem Fleischsektor verändern, was kann man an Fleischqualität verbessern. Und wir haben hier unzählige Verkostungen durchgeführt und wir haben dann in diesen Verkostungen festgestellt, dass gewisse Kreuzungen, gewisse Fütterungsmaßnahmen hier das Fleisch im Geschmack verändern können. Und aufgrund dieser Erkenntnis haben wir dann einfach gesagt, okay, in Kooperation werden wir versuchen, das Ganze auch in der Landwirtschaft bei mir am Hof umzusetzen und hier eine andere Art der Tierhaltung zu erzeugen. Also bei uns, dem Programm hier, steht den Tieren der doppelte Platz zur Verfügung, der sich aufteilt auf einen warmen Innenbereich und auf den Bereich im Auslauf praktisch, im Auslauf auf Stroh. Und hier haben wir dann noch Strohraufen, wo sie sich praktisch beschäftigen können mit Stroh oder wenn wir im Sommer ein Heu haben, dann gehen wir das da rein. Ja. Und wir haben eben hier diesen Innenbereich gestaltet, perforiert. Das heißt, Spalten und Außen ist ein freier Bereich mit Einstreu von Stroh. Ja, also wir sind frei von genveränderten Produkten, hauptsächlich im Eiweiß. Das wird immer angesprochen im Sojabereich. In Österreich gibt es ohnehin keine genveränderten Produkte im Anbau. Also das heißt, wir sind sowieso frei. Aber Soja ist eine Importware. Und hier haben wir uns zusammengeschlossen und gesagt, wir machen das nicht, wir nehmen inländischen, genfreien Soja in der Fütterung. Also die Kreuzung, die sich ergeben hat aus den unzähligen Verkostungen, die wir durchgeführt haben, ist eine Kreuzung Edelschwein mal Landrasse und als Endstufen-Eber eben diesen Duroc-Eber drauf, der das intramuskuläre Fett bringen soll und den Geschmack des Fleisches eben definiert. Also ich meine, das ist sehr gewünscht als österreichische Produktion, willst du auch haben, dass die Wertschöpfungskette in Österreich bleibt. Also sie werden hier geboren, diese Tiere, diese Ferkel, sie werden hier gemästet, bis sie ein dementsprechendes Schwein sind und geschlachtet und zerlegt, ebenfalls in Niederösterreich. Das denke ich ist immer sehr wertvoll. Zusätzlich zu den AMA-Produktionsrichtlinien verwenden wir auch freiwillige Module hier in der Tierhaltung, und zwar das Modul Mehrtierwohl und das Modul genfreie Fütterung. Also meine Lieblingsstücke punkto Schweinefleisch sind am Grill einfach ein Schopfbraten, auch eine Krone und beim Schweinsbraten, ja, beides mit einer ordentlichen Fettauflage, damit man ordentliche Krusten auf dem Brau hat. Ich habe für euch vorbereitet einen Schopfbraten vom Duroc-Schwein und ein Karree. Das Karree schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Fettauflage, die schöne Rosen da drinnen, Drucke drauf, drei Druckstellen. Super, das Fleisch ist gereift, da rinnt kein Wasser, nichts raus. Das in der Pfanne oder am Griller, das ist Aquaplaning auf der Zunge. Das ist Qualität aus Niederösterreich und das möchte ich jetzt mit euch machen.
Jetzt schauen wir mal, wie es unseren Koteletterl da geht. Ui, das schaut schon gut aus. Mir rinnt schon das Wasser im Mund zusammen. Ja. Ich kann euch sagen, das Aquaplaning hat voll eingeschlagen. Natürlich Niederösterreich, ja, das Duroc-Schweindl. Und jetzt kostet es die Saftigkeit, schaut sich das auch jetzt ausgetropft. Ja, Wahnsinn, ja. Mahlzeit und aus!